Sehr geehrte Damen und Herren, wir, Mitch und ich, sind auf einem Kurztrip unterwegs, ein Kurztrip in der Nähe von Würzburg. Wo sind wir denn ganz genau, Mitch? Wir befinden uns im idyllischen Wertheim, was man natürlich jetzt schwer erkennen kann, weil wir nur vor dieser Mauer stehen, der alten Burgruine zu Wertheim. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißt. Burg Wertheim. Burg Wertheim. Und zwar besuchen wir heute ein Konzert. Und zwar von Dieter Thomas Kuhn mit Band. Dieter Thomas Kuhn mit Band, für alle, die es vielleicht nicht wissen, der Schlagerpapst in Deutschland seit Anfang der 90er. Jeder kennt das Lied, sein Hit Über den Wolken. Wir sind heute da bei einem kleinen, aber sehr, sehr, sehr feinen Konzert. Ne? Ja, wir werden später noch ein kleines Interview mit dem Tommy, wie er hier genannt wird, führen. Und noch ein paar kleine Impressionen, wie es denn hier so aussieht und wie die Stimmung ist. Ja, und ihr erfahrt auch, warum wir da sind, weil einiges von Equipment natürlich von uns auch verwendet wurde. Und alles in einer kurzen Version und das seht ihr dann alles gleich. Viel Spaß. Bis gleich. Ich liebe euch! Wir sitzen hier mit Dieter Thomas Kuhn. Ganz am Anfang erstmal vielen Dank, dass wir jetzt so kurz vorm Auftritt, dass das noch klappt mit dem kleinen Interview. Die erste Frage, ist dir bewusst, dass ihr mit Über den Wolken was geschafft habt, was eine ganze Generation, sage ich fast, schon mal geprägt hat? Überall, wo man ist, an einem Lagerfeuer, wenn die Leute Gitarre spielen Über den Wolken oder auf der Hochzeit, wenn ein Lied eingelegt wird oder selbst das Original würde eingelegt, jedes Mal, wenn das Wort Regenbogen kommt, wird es lang gezogen und ein Ohrgen gemacht. Wie fühlt man sich da, wenn man weiß, dass man das wirklich sowas geschafft hat? Naja, es fühlt sich ja fast an, als ob ich den Hit selber geschrieben hätte, sozusagen. Dabei ist der natürlich uralt. Ich kenne das Lied natürlich aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend. Und das ist dann schon ein lustiges Gefühl, wenn die junge Generation dieses Lied hört und sagen, hat es doch vom Dieter Thomas Kuhn. Aber so sind die Verschiebungen eben und ich freue mich drüber. Das glaube ich, ja. Aber jetzt Reinhard May oder so, da gab es jetzt keinen Stress, oder hat er gab's den? Oh, okay. Es gab Stress, also Reinhard May wollte, wir haben ihm das persönlich vorbeigebracht, das Lied sogar, hat sich's angehört und wollte uns das eigentlich untersagen. Und dann haben wir gedacht, warum eigentlich? Und haben es trotzdem gemacht. Er hat dann irgendwelche rechtlichen Schritte angekündigt, die aber nie passiert sind. Also es war auch nicht so einfach für ihn zu sagen, die dürfen das nicht, weil wir haben das ja nicht verändert im Sinne von textlicher Veränderung, ich glaube, und dann sind wir relativ frei, wenn wir den Text beibehalten, können wir das Ding auch so ein bisschen nach unserem Gusto verändern. Und insofern gab es natürlich ein paar Reaktionen von ihm, es gab auch Interviews von ihm, wo er gesagt hat, das finde ich auch scheiße, was der Kuhn aus meinem Lied gemacht hat und so. Und dann gab es wieder ein Interview, wo er gesagt hat, ach, meine Nichte, die ist in der Disco, die tanzt auf das Lied. Also so ganz verstehen tue ich alles nicht, was er da sagt, aber einverstanden war er auf jeden Fall nicht. Gut, gehen wir mal ganz kurz von diesem, das ist einer der größten Erfolge der Band sicherlich gewesen, dieses Lied auch Single-Auskopplung damals gewesen, zu den Anfängen zurück. Nur ganz, wart ihr vor, Anfang der 90er hat das Ganze ja als Dieter Thomas Kuhn mit Band auch gestartet, wart ihr vorher auch schon eine Schülerband, habt auch andere Sachen gemacht, wie war das? Habt ihr, oder das erste Mal, wo ihr euch getroffen habt, war euch klar, wir machen jetzt Schlager-Revival? Also diese Formation, so wie sie jetzt seit 20 Jahren auf der Bühne steht, das war damals klar, dass wir diese Schlager spielen. Das war schon klar. Ich kannte alle Musiker von anderen Bands, die haben alle zum Teil Punk, Rock, Soul gemacht. Ich selber hatte eine Soul-Band vorher. Und als wir uns da formiert haben, dann war klar, wir spielen nur Schlager. Das war schon eindeutig. Und das Ganze ist entstanden aus einer italienischen Formation raus. Wir hatten einen italienischen Sänger, ich war im Background-Gesang. Und der wollte eine Band haben, das war unser Kneiper, also unser Barkeeper. Und das war die Kneipe, in der die ganzen Musiker verkehrt sind in Tübingen. Und er kam und sagte, ich möchte auch mal singen, ich möchte auch mal eine Band. Und haben gesagt, komm, dann mach doch. Und dann hat er Celentano-Songs geprobt. Und da hatten wir zwei Auftritte mit ihm bis zu dem Tag, also genau zwei Auftritte. Nach dem zweiten Auftritt hat er seine Frau
bezichtigt, ein Verhältnis mit mir zu haben und hat sie... alles klar. und ja, das ist schön. Also nach diesen zwei Konzerten war diese Bandgeschichte sozusagen zu Ende und wir haben das weitergeführt. Ich habe gesungen in Italienisch erstmal und haben dann gemerkt, das Ganze gibt es auf Deutsch. Das sind deutsche Schlager eigentlich, die aus dem Italienischen eben kamen. Und dann haben wir gemerkt, dass wir alles kennen, oder ich zumindest. Und das war Grund genug, die Geschichte weiterzuführen. Sehr erfolgreich weiterzuführen. Wie war das vorher, wenn du an anderen Bands warst, Leute, die in den Schülerbands oder irgendwie angefangen haben, da muss man sein Equipment ja auch teilweise selber tragen und aufbauen. War das bei euch auch so? Hast du auch schon mal Scheinwerfer an irgendwo hingeschraubt oder irgendwas mit Technik zu tun gehabt? Also, dass du mal eine Box aufgestellt hast oder so? Ja, logisch. Ich meine, wir haben unseren Bandbus zusammen ausgeräumt, haben die Bühne bestückt sicherlich die Lampen auch am Anfang mit hochgehängt. Also ich kenne schon alles von der Pike auf. Das glaube ich nicht. Jetzt habt ihr ja wirklich den unterschiedlichsten Bühnen gespielt. Ne? Also wirklich, wir sind jetzt heute hier an einem Ort, wo es klein ist, aber wirklich sehr, sehr beschaulich, wo man auch sagt, okay, sowas nimmt man vielleicht auch mit, obwohl es vielleicht nicht der typische Bühnenort ist, aber ihr spielt auch auf der Waldbühne in Berlin, da hat jetzt eben erst Kiss gespielt. Also das sind wirklich unglaubliche Erfolge, die ihr da auch habt. Ist es jetzt so, wenn man auftritt als Künstler, merkt man da, was hinter einem passiert oder ist einem das wichtig, wie die Lichtshow, wie die Bühnenshow alles in allem ist? Ja, das ist saumäßig wichtig. Das ist sogar wichtig, wenn wir Open Air spielen, das heißt, wenn es noch hell ist. Also auch da ist es ganz wichtig, trotzdem eine Lichtbewegung da hinten zu haben, das weiß ich einfach. Und wenn man natürlich auch einen Lichtmann hat, wo man weiß, der das Richtige tut, fühlt man sich auch wohl dabei. Ja? Also für mich ist es schon sehr wichtig. Und es hat bei uns, wenn es in die Dämmerung geht, dann bei den Open Airs, die wir ja sehr viel spielen über das Jahr, ist es ganz wichtig, dass dann das Licht plötzlich... ein Teil der Show wird. Das ist schon für uns ganz klar. Obwohl es teilweise ein bisschen reduziert ist, bewusst mit dem Bezug auf die 70er Jahre, das sieht man auch. Bei dir oder bei euch in den Verkleidungen, kann ich mir vorstellen, ist es eigentlich egal, wo man steht, auf der Bühne immer recht warm. Normal sagt man jetzt durch die ganze neue Technik, LED-Technik, die ihr jetzt ja auch mittlerweile auf der Bühne habt, merkt man die Wärme auf der Bühne nicht mehr so. Wie ist das bei euch? Also wir merken schon noch, weil wir schon noch irgendwie diese alten Strahler hier oben hängen haben. Wir haben bewusst das über die Jahre gemacht. Wir wollten nie diese Wackellampen und so, sondern wir haben immer diese Rock'n'Roll-Beleuchtung eigentlich gewählt. Weil es eigentlich laut ist bei uns und weil es viel passiert auf der Bühne, wollten wir diese Rock'n'Roll, diese alte Stimmung. Und die haben wir auch beibehalten. Und da wird es natürlich warm mit diesen vielen KWs, die da runterstrahlen. Ja. Und das ist aber schön, das ist schön, das Licht und die Hitze von oben genauso zu spüren wie von draußen. Ganz kurz noch am Ende, wenn man so viele Konzerte spielt, gibt es mit Sicherheit zig Anekdoten, die man erzählen könnte. Vielleicht so, was waren vielleicht so besondere Erlebnisse, wo man vielleicht nicht erwartet hätte, dass die Stimmung gut ist oder wo man einfach gerne dran zurückdenkt, mit Sicherheit an viele Konzerte, aber die halt ein bisschen so wirklich noch haften geblieben sind, mehr als andere. Naja, wie gesagt, wir haben schon viel, viel gespielt. Viele Konzerte waren einzigartig. Aber ich erinnere mich an eine Situation, die uns sehr, sehr beeindruckt hat. Das war bei unserem Abschlusskonzert in der Schleierhalle damals, als ein Mädchen auf die Bühne kam, ihr Kleid öffnete und es hüllenlos fallen ließ vor der ganzen Band und wir wirklich sprachlos waren und es hat uns bezaubert, wie sie da stand, splitternackt. Das haben wir sicherlich eingebrannt in unser Gedächtnis. Aber sonst wäre es egal, ob mal 5000 Leute da sind, 1000, weil manche Künstler sagen auch, es ist viel intimer, wenn weniger da sind. Spielt es für euch eine Rolle oder macht keinen Unterschied? Hauptsache die Stimmung ist gut oder? Na, die Stimmung ist bei uns meistens, ich sage jetzt mal meistens gut, ob das jetzt 1000 oder 5000 oder 10.000 sind. Uns ist es eigentlich relativ egal, weil es uns genauso viel Freude macht, den 1000 Menschen ins Gesicht zu schauen, die Freude haben, oder den anderen. Für uns spielt es eigentlich keine Rolle. Und es ist schön, aber natürlich auch mal das zu erfahren, wieder im kleineren Rahmen, weil man ein bisschen anders agieren kann. Ich kann anders agieren, ich kann mit den Menschen anders umgehen. 1000 hören dir besser zu als 10.000, das ist einfach so. Und dann wird es ein bisschen eine andere Show und manchmal wird es sogar Comedy. Obwohl ich kein Komödiant bin, aber manchmal wird es sogar richtig lustig. Ja, dann bin ich mal gespannt heute. Dann erstmal viel Erfolg, vielen Dank, danke. Viel Spaß und alles Gute. Danke.
Also, wir stehen hier in Wertheim an der schönen Burgruine mit Marc Lorenz zusammen. Und Marc, du bist hier heute in der Doppelfunktion tätig sozusagen. Kannst du mal ganz kurz erklären, für was du verantwortlich bist? Also zum einen bin ich ja seit Beginn der Karriere von Dieter Thomas Kuhn als Saxophonist dort eben tätig. Sprich jetzt seit doch auch über 20 Jahren. Da ich aber nicht nur ein Standbein hatte, sprich das Saxophonspielen gab es auch immer bei mir schon, auch vor meiner Zeit irgendwie mit Kuhn, auch das Licht- und Bühnenbild Geschäft als zweites Standbein. Und so kam das eben auch, dass ich natürlich hier in der Band auch immer so ein bisschen beratenderweise tätig war, irgendwie wenn es neue Ideen gibt und was man so machen können. So ist eben jetzt auch hier der Fall. Was gab es denn wegen neuen Ideen, was gab es denn da jetzt für neue? Also können wir mal kurz konkret darauf eingehen. Bislang war es ja, oder es war ja oftmals so, aufgrund des Bezugs zu den 70er Jahren, des Schlager der 70er, dass das Bühnenbild schon etwas angepasst war. Ne? Ja, wir arbeiten natürlich überhaupt nicht mit Moving Lights oder solchen Sachen. Also eigentlich eher ganz basic mit Paarlampen, auch bisher gar kein LED-Licht oder gehabt oder so irgendwelche Dinge, sondern wirklich sehr, sehr traditionelles Licht gemacht mit ACLs, mit Parkern, mit wechselnden Backdrops, also Kabuki-Systemen, solche Sachen. Also eher ganz klassische Sachen, viel mit Glühbirnen auch gearbeitet, irgendwie die letzten Jahre mit Lichterketten und allem Möglichen. Und jetzt war irgendwie so das Ding, dass man halt für diese Tour, der Philipp, also der Gitarrist und auch Gründer, Mitgründer der Band, hat da auch eine Idee, irgendwie sucht immer nach neuen Ideen und dann kam er auch zu mir und hat gesagt immer, hey, was könnte man noch machen und wir bräuchten irgendwie was Neues und wir haben bisher mit Lichterketten ganz viel gemacht gehabt und auch mit in den Treppenstufen Glühbirnen drin. Und jetzt, nachdem es natürlich mit den Glühbirnen auch etwas schwieriger aussieht, da haben wir natürlich irgendwie nach einer Alternative auch gesucht. Und in der LED-Technik gibt es natürlich schon viele Sachen, aber wir haben echt lang auch geguckt, ob da irgendwas zu finden, was halt doch auch zu diesem reduzierten 70s-Style auch und Look irgendwie halt auch passt. Und ja, da war ich eben auf der ProLight & Sound dieses Jahr 2013 unterwegs und habe mir wirklich echt jeden Stand irgendwie angeschaut. Und was dauern kann. Ja, was eine Weile gedauert hat, ja. Und habe mir wirklich irgendwie, um Produkte zu finden, die halt irgendwie nicht diesen klassischen oder diesen LED-Bar-Charakter, den jeder kennt, die LED-Sticks irgendwie und so weiter irgendwie hat. Und da sind wir ja dann nach einer Weile dann auch zum Glück fündig geworden bei euch. Ja, also das geht ja um die PMCs, die werden wir dann später bestimmt auf dem Bild auch noch sehen. Die erfüllen einen ganz guten Zweck. Auf der einen Seite so ein bisschen reduziert, so vom Optischen. Genau. Ne? Also ich meine, das war prinzipiell auch ein Gedanke dabei beim Entwurf, aber auch sehr durchsetzungsstark, was für euch, glaube ich, auch wichtig ist, weil ihr nicht immer nur nachts anfangt. Ne? Ja, genau. Wir haben ein Ding natürlich bei uns ist, wir spielen den Sommer über eigentlich um die 40 Shows, also sprich fast jedes Wochenende, so von Juni bis Mitte September. Und da war natürlich mit einem Showbeginn von 20 Uhr, war natürlich auch, wie man jetzt auch sieht, irgendwie noch hell und wir müssen da halt eben auch was finden, was genügend Power hat, um auch mit gegen eine Paarlampe mithalten zu können und auch trotzdem aber noch irgendeinen Effekt bietet, den man eben bei Tages das Licht auch schon gut wahrnimmt. Freut mich und freut mich, wenn es euch gefällt. Und dann sind wir mal auf die Show gespannt. Ja, Marc, ich danke dir. Ja, ciao. Ciao. Thank you.